Jo, ganz herzlich willkommen. 16 Uhr, das ist die Zeit für die Heise-Show, täglich von der CeBIT hier aus der Halle 6 vom Stand des Heise-Verlags, präsentiert von IBM. Ja, mit dabei sind wie immer Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online, dann Johannes Maurer ist dazu gestoßen, zuständig für die ganze Technik hier. Da werden wir gleich ein bisschen was drüber erfahren, wie das so aussieht, wie dieser ganze Stream so zustande kommt, wie wir das so verteilen und herstellen. Und dann ist dazu gestoßen Thorsten Kleins, freier Autor, auch tätig für Heise Online und für die CT. Und wir werden heute ausführlicher mal reden über Werbung im Internet und Adblocking. Da gibt es nämlich einiges zu bereden, glaube ich. Das ist schön, dass wir dafür ein bisschen den Platz haben. Wir fangen aber natürlich an, jetzt am dritten Tag der CeBIT, mit einem kleinen Blick auf die CeBIT. Jürgen, wie sieht das bei dir aus? Die Merkel war da. Du sagst schon dritter Tag, ne? Es geht dir wie mir. Es ist eigentlich nur der zweite Tag, ne? Wie bitte? Du sagst schon dritter Tag. Dir geht's wie mir. Es ist eigentlich erst der zweite Tag. Der offizielle ist erst der zweite Tag, ne? Genau. Weil Sonntag war eigentlich noch gar nichts. Aber also, okay. Anyway, gefühlt ist es der dritte Tag schon. Genau. Merkel, aber ja, Merkel, warum ist sie gekommen? Wegen dir oder wegen? Nee, nicht wegen mir. Ne? Okay. Ich versuchte sie auch bei uns auf den Stand zu lenken, aber hat nicht irgendwie funktioniert. Sie hat ihren normalen Rundgang gemacht, ne? Den sie eigentlich jedes Jahr macht. Sie hat dieses Jahr die Messe nicht eröffnet. Das musste ihr Vize Sigmar Gabriel unternehmen, der da seine neue digitale Agenda, Digitalstrategie vorgestellt hat. Was hältst du davon? Also, ja, vor 10 Jahren haben sie versprochen, bis 2015 oder 2020 kriegt jeder 50 Megabit. Jetzt versprechen sie, bis 2025 kriegt jeder Gigabit Glasfaser. Immerhin kommt das Wort Gigabit und Glasfaser drin vor. Ja, das ist ein entscheidender Fortschritt, stimmt. Aber dass das funktioniert, dass das was wird, darin glaube ich erst, wenn ich tatsächlich meinen Glasfaseranschluss zu Hause liegen habe. Es hat auch mit, die sagen ja auch, diese 50 Megabit sind da und durch. Das stimmt natürlich für die Ballungszentren, klar, logisch. Ja. Aber auf dem Land, ich meine, wenn man 10 Kilometer aus Hannover rausgeht oder so, dann krebst man irgendwie mit GPS-Geschwindigkeit durch die Gegend und möchte irgendwie mit modernem Internet eigentlich nichts zu tun haben. Es gibt doch aber es die Breitbandstrategie. Ja, es ist, wenn Sie Geld in die Hand nehmen und tatsächlich Infrastruktur, das Internet oder das Netz, die Vernetzung, digitale Vernetzung als staatliche Aufgabe der Investitionen in Infrastruktur verstehen, dann ist es ja erstmal eine gute Geschichte. Und dann ist es auch gut, wenn Sie Geld in die Hand nehmen, um das zu fördern. Von daher kann man erstmal gegen diesen Plan der Bundesregierung nichts sagen. Vor allen Dingen, weil im Unterschied zu den bisherigen Plänen, das nicht ganz technikneutral ist, sondern sie tatsächlich auf die Glasfaser ausgehen und nicht sagen, das ist mir egal, wie es gemacht wird, Hauptsache 50 Megabit oder eher eine Gigabit, weil in dem Fall Technikneutralität vielleicht nicht genau das Ideal ist, weil sich dann jeder Provider oder Carrier das raussucht, was ihm gerade am besten in den Kram passt, was nicht unbedingt zukunftssicher ist. Das ist heute schon die Frage, warum Deutschland bei Glasfaserausbau so sehr hinterherhinkt in Gesamteuropa, dass sie gerade jetzt mal bei der neuesten Analyse überhaupt in die Statistik reingekommen sind, auf dem letzten Platz, ist eigentlich völlig unverständlich, weil Glasfaser erstmal die Technologie, die Technik für den Netzausbau ist, die erstmal insofern dann doch wieder technikneutral ist, weil du die von der Bandbreite her fast beliebig ausbauen kannst. Je nachdem, wie viele Wellenlängen du da drauflegst und welche Technik du dann in den Repeatern einsetzt oder so. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich unterschiedliche Technik draufsetzen. Du kannst natürlich auf Glasfaser ATM fahren, wenn du unbedingt sowas noch machen willst. Du kannst Ethernet über Glasfaser fahren. Insofern ist das dann auch wieder technikneutral. Aber das ist natürlich die Basis für eine zukunftsfähige Infrastruktur. Gut, so wie das jetzt gestrickt ist, sagen Sie, Sie wollen Glasfaser, Sie wollen Gigabit, aber das Prinzip ist ja immer noch, dass der Staat nicht baut, sondern der Staat fördert und die Provider sollen machen. Ist das in deinen Augen der richtige Weg? Denn es gibt ja auch Modelle und Leute, die fordern, der Staat muss diese Infrastruktur haben, betreiben und er stellt dann halt anderen diese zur Verfügung und der Verbraucher kann sich dann halt, wenn er sich einen neuen Internetanschluss besorgt, aussuchen, nämlich Provider A, B, C, D oder E, die dann halt alle gleichberechtigt auf diesem Glasfaser unterwegs sind. Also es gibt im Prinzip zwei Ansätze, die über das hinausgehen, was die Bundesregierung im Moment macht. Das eine wäre natürlich, also im Moment sagt sie ja nur, wir geben Geld und jetzt macht mal. Das reicht meiner Ansicht nach natürlich nicht aus, weil dann passiert erstmal nichts, bis dann wieder jemand sagt, okay, damit verdiene ich genug Geld, um das hinzukriegen. Es gibt zwei Ansätze. Das eine kann man sagen, der Staat nimmt das tatsächlich selbst in die Hand,
verstaatlicht das Netz und lässt dann eben so Provider drauf, die dann entsprechende Angebote machen und ist dann für das Netz zuständig. Das ist das Konzept Bundesbahn zum Beispiel, ne? Ja. Die ja auch immer noch in staatlicher Hand ist letztlich und die, wo das Netz sicher auch nicht abgegeben werden soll. Das wäre nicht sinnvoll. Das kann man rechtfertigen insofern, weil das Netzwerk, also auch das Datennetz, ein sogenanntes natürliches Monopol ist. Es ergibt keinen Sinn, ein zweites Netzwerk in Konkurrenz dazu aufzubauen, sondern es gibt nur Sinn, auf der Basis dieses Netzes unterschiedliche Angebote in Konkurrenz zuzulassen. Von daher kann man das irgendwie so rechtfertigen, dass man sagt, das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe, ja, diese Infrastruktur bereitzuhalten. Genauso wie es eine weitgehend staatliche Aufgabe ist, die Wasserversorgung. Und warum passiert das nicht beim Netz? Ja, es ist natürlich eine Frage, ob man dann die Privatisierung so weit zurückdrehen will. Ich meine, ein anderer Ansatz ist zu sagen, ein Internetzugang kann man beliebig ausdehnen, Internetzugang per Glasfaser zum Beispiel oder mit einer bestimmten Geschwindigkeit, ist ein sogenannter Universaldienst, wie es das Telefon heute schon ist zum Beispiel. Das heißt, jeder Bürger in Deutschland hat Anspruch darauf, dass er diesen kriegt. Wie das jetzt realisiert wird, das ist dann wieder Sache der Anbieter oder so. Aber jeder hat das Recht, ihn zu bekommen. Aber da muss man sehr strikte Rahmenbedingungen schaffen. Ich meine, das ist beim Telefon genauso. Ich meine, jeder, auch die letzte Alm im Bayerischen Wald hat oder in den Alpen hat das Recht darauf, einen Telefonanschluss zu haben. Und da müssen sich die Provider darum kümmern, dass dieser Anschluss dahin kommt. Und sie dürfen ihn auch nicht zu solch horrenden Preisen machen, dass es dann keiner mehr haben will, sondern müssen ihn zu marktüblichen Preisen machen. Und das kann man natürlich für den Internetzugang mit, was weiß ich, 100 Megabit, mit einem Gigabit, mit Glasfaser oder so auch machen. Das wäre im Prinzip so die Lösung, die eben beides beinhaltet. Das heißt, man lässt auch das Netz in privater Hand, sagt nur, wenn ihr das Netz schon macht, dann müsst ihr eben auch es jedem liefern. Hat das denn bei den LTE-Frequenzen funktioniert? Da hat das ja im Prinzip so gemacht. Da hat man gesagt, ihr dürft das alles privat organisieren, aber ihr müsst erst die Großstädte versorgt haben, oder nee, umgekehrt, erst das Land versorgt haben bis zu einem gewissen Grad, bevor ihr in die lukrativen Großstädte geht. So richtig geklappt hat das nicht. So richtig geklappt hat das nicht. Da war natürlich auch die Regulierung so schwammig, dass dann mit irgendwelchen Tricks gearbeitet werden konnte, dass das Land plötzlich zu 95% versorgt war. Wobei dann immer die Frage war, was ist dann noch Land und was ist dann schon Stadt? Also das hat bei LTE nicht wirklich funktioniert. In den Städten ist LTE weit verbreitet. Ja. Funktioniert auch perfekt, weitgehend perfekt. Aber so auf dem Land ist es immer noch gruselig. Armselig. Ne? Ich war ja heute, wollte ja in die Halle 9, um mir mal so die Forschungshalle anzugucken, wie das früher immer so war. Und du so, ja, geh mal in die Halle 9. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann klebte Papier von innen an der Glasfaser. Das war leer. Ja, wirklich war leer. Die war ja eigentlich, dieses Jahr war da die offizielle Eröffnung. Die war nicht im Kongresszentrum wie sonst immer, aber so, die war in der Halle 9. Das war dann natürlich schon wieder so ein Indiz dafür, dass irgendwie etwas anders ist als früher. Und dass sozusagen die Halle 6 jetzt zur Forschungshalle geworden ist, ist natürlich kleiner und weniger. Und ich war dann so ein bisschen auf der Suche, weil das natürlich auch so omnipräsent ist hier bei allem, was wir machen, nach so KI-Forschern, also künstliche Intelligenz, Machine Learning, dachte ich, da kann man vielleicht mal das andere oder andere Gespräch führen. Ich bin durch diese ganze Halle gelaufen. Ich war fast an jedem Stand, von den Bundesländern, vom Karlsruher Institut für Technology, von Fraunhofer und. Niemand da. Bei den Schweizern, ETH Zürich, Uni Zürich, diverse Fachhochschulen, niemand da zu greifen, der irgendwie sich mit KI und Machine Learning irgendwie beschäftigt. Und zwar heute ist zwar nicht der dritte Tag, heute ist der zweite Tag, ja, aber es ist niemand da. Ja, wundert mich nicht. Warum? Was willst du zeigen? Was? Es ist ja nichts Greifbares. Aber diese ganz, ja, naja, gut, aber also, das war doch früher mal anders. Da haben die irgendwelche Verkehrsanalysen gemacht, weißt du? Das ist ja Banalität. Also das ist ja banal. Also was du hier natürlich sicher sehen kannst, vielleicht nicht in Halle 6, sondern das kannst du inzwischen bei SAP sehen oder bei Microsoft, dass du Big Data Analyse machst. Ja. Das verkaufen ja inzwischen viele auch als KI. IBM nennt einen Großteil dessen, was sie irgendwie so als KI oder unter dem Stichwort Cognitive Computing im Prinzip als ihre eigene KI machen, ist auch nichts anderes als Big Data Analyse. Und das hat ja mit künstlicher Intelligenz, mit Maschinenlernen und so noch nicht viel zu tun. Du kannst, also es gibt nicht so viele Sachen, wo du zeigen kannst, wie das AlphaGo von Google, das gerade irgendwie so im Go gewonnen hat, oder IBM, klar, so schiebt ihr immer ihren Watson in den Vordergrund, der da intelligent Fragen stellen kann.
ansonsten ist es schwierig, das dann tatsächlich zu visionieren und was zu zeigen. Und das ist auch problematisch insofern, weil die Forschung da immer so ein bisschen immer noch in den Kinderschuhen schickt. Also man hat vor 30 Jahren schon von künstlicher Intelligenz gesprochen. Das war dann, ist dann lange dann wieder untergegangen. Inzwischen spielt das eine ganz große Rolle, weil alles, was mit Internet der Dinge, intelligenten Umgebungen, autonomen Autos und sowas hat, hängt natürlich sehr stark von KI-Techniken ab. Und die Forschung geht da sehr weit. Manche legen es relativ weit offen. Google und Microsoft erzählen sehr genau, was sie zum Beispiel, was Google mit AlphaGo macht, wie das funktioniert, wie sie mit neuronalen Netzen arbeiten. IBM hält sich da sehr bedeckt, was da so an Techniken dahinter steckt, was sie mit ihrem Cognitive Computing anfangen wollen. Da sind sie sehr wenig offen, was sie an Forschungspaper oder so rausgeben. Von daher kann ich es verstehen, dass das irgendwie so, alle arbeiten dran und keiner kann wirklich was zeigen. Wenn dann jemand was zeigt wie Google jetzt, dann wird das gleich eine Riesensensation. Aber wie das dann in der Praxis aussieht, in intelligenten Umgebungen oder so. Unter Umständen sieht man da auf der Hannover ein bisschen mehr, wenn die Autohersteller kommen, ihre autonomen Autos zeigen, wenn die selbstfahrenden Mähdrescher kommen, die selber entscheiden, wie ein Feld zu behandeln. Die Mähdrescher lassen die nicht mehr los. Ne? Das werde ich nicht mehr los. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Ich finde gerade das eigentlich müsste der Grund dafür sein, dass da jemand steht und mir was erzählt, weil es eben so wenig zu sehen gibt. Wenn ich mir Alexa angucke, diesen Amazon-Helper oder auch Siri angucke, ich habe da eine Oberfläche, da spreche ich was rein, das Ding erkennt mehr oder weniger gut, was ich gesagt habe. Und wenn ich aber nicht exakt den Ausdruck oder die Formulierung benutzt habe, die das Ding versteht, dann versteht es mich nicht oder es versteht Quatsch. Ja. Und ich fände es gerade da eben spannend, weil ich überhaupt nicht mehr sehe, was passiert da. In Arduino, da kann ich irgendwie noch verhältnismäßig viel sehen. In so einer Oberfläche, da sehe ich überhaupt nichts. Gerade da fände ich es eigentlich spannend, dass da jemand steht und mir ein bisschen was erzählt, was passiert da eigentlich, wie funktioniert diese Spracherkennung, wie realisiert dieses Ding, dass ich jetzt von ihm will, dass es einen Wecker auf 7 Uhr stellt und so weiter. Ja, das ist eigentlich gerade spannend bei den Themen. Das ist ein richtiges Argument, dass du nicht nur die Produkte zeigst, so nach dem Motto, drück mal hier drauf und dann passiert buff, sondern hier den Erklärbär auch mal zu präsentieren, der einem sozusagen das erklärt und die Hintergründe davon. Ich glaube, in der Woche, wo Go gewonnen hat, ist das so eigentlich, oder wo Google gewonnen hat. Ich glaube aber, da ist die Cebit tatsächlich nicht mehr die richtige Messe für, weil das ist eher so die Messe, auf der die Techniker und die Leute im Hintergrund werkeln und schon irgendwie so mit Big Data Analysen arbeiten, unterwegs sind, um neue Software einzukaufen oder sonst was. Dass hier überhaupt noch eine Forschungshalle ist, wundert mich teilweise. Also ohne jetzt der Cebit oder der Messe AG zu nahe treten zu wollen, ich glaube, solche Erklärungen, vielleicht jetzt nicht für Siri oder für Google Now oder sowas, sondern für Vernetzungstechniken im Automotive-Bereich, im Farming-Bereich, im Produktionsbereich findest du tatsächlich eher auf der Hannover Messe. Da spielt es eine größere Rolle als hier. IBM versucht es ja immer, die machen ja immer hier ihre Smart-City-Geschichten auch immer. Die werden auf der Hannover Messe eine größere Rolle spielen als hier. Kommen wir mal zum Thema Werbung. Thorsten, du hast dich damit nicht heute zum ersten Mal beschäftigt. Anlass war, das mal aufs Trapez zu heben, und letztendlich so eine Aktion von Amnesty International und Adblock Plus, wo Werbung... Adblock, ganz wichtig. Gott, also von Amnesty und Adblock, wo Adblock Werbung ausgetauscht hat gegen andere Werbung. Erzähl doch mal, was die gemacht haben. Ja, das war jetzt eine Aktion zum Tag der Online-Zensur beziehungsweise gegen Online-Zensur. Da haben halt Amnesty und der Hersteller von Adblock, also das Browser-Plugin für Chrome und Safari, haben ein Abkommen geschlossen. An dem Tag wird halt Amnesty International Werbung nicht nur durchgelassen, sondern bestehende Werbung wird ausgetauscht und so die Botschaft über die Online-Zensur an Leute gebracht, die sie sonst nicht sehen würden. Und Adblock für Safari und Chrome hat so weltweit 50 Millionen Nutzer. Und dann hat Amnesty International spezielle Banner entworfen, zum Beispiel mit Edward Snowden oder Ai Weiwei oder Pussy Riot, die dann halt eine kurze plakative Botschaft hatten. Und das ist dann als Banner erschienen und dann gelangte man auch zu so einer Aufklärungsseite beziehungsweise zu einer kleinen Reportage, wie halt Online-Zensur viele
viele Nutzer beeinflusst. Also ich fand, das hat nochmal so ganz gut demonstriert, was für eine Reichweite und was für eine Macht mittlerweile diese kleinen Plugins, die, als die sie uns ja erstmal so erscheinen, haben, ja, dass sie da quasi weltweit Inhalte verbreiten können, mehr oder weniger unreguliert und intransparent und auf so eine eigene Art und Weise. Dann gab es ja immer noch, das hat sich ja so zugespitzt, ne? Dann Apple hat sozusagen seine Adblock-API in iOS eingebaut. Diese ganze Adblock-Plus-Geschichte kennen wir. Die Verlage fangen an, Adblock-Nutzer auszuschließen. Und das war mal so Anlass, jetzt mal nochmal nachzufragen, wie ist denn so der Stand der Dinge? Und anfangen würde ich gerne quasi mit diesem, mit dem Hinweis darauf, dass eben Werbung im Netz nicht einfach nur ein Banner ist. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sind denn so die Schattenseiten von Online-Werbung aus deiner Sicht? Fangen wir mal mit der Positivseite an, und zwar Adblock bzw. AdTech, da sind sehr viele Leute dahinter. Ich glaube, neben der NSA sind die AdTech-Agenturen die Leute, die die fittesten Leute anziehen und auch gut bezahlen. Und dann kommt das Beunruhigende. Ein Beispiel ist halt das berühmte Programmatic Advertising. Wenn man eine Webseite aufruft, in der Zeit, in der die erste Grafik lädt, ist im Hintergrund eine kleine Auktion, die dann meist über die unteren Werbeplätze einer Webseite geht, und innerhalb von 20, 30, 40 Millisekunden wird ein Werbeplatz versteigert. Dann wird, sagt ein Skript zum Beispiel, hier haben wir einen männlichen User zwischen 30 und 40 Jahren, der sich für Computerspiele, Smartphones und Gartenbau interessiert, bietet mal. Und dann wird halt innerhalb dieser Millisekunden ein Bieter gefunden und das dann innerhalb der Ladezeit ausgespielt. Also technisch unheimlich beeindruckend, gegenseitig natürlich unheimlich, weil die Cookies wissen genau, wer bin ich, wie lange betrachte ich die Werbung, ist sie überhaupt auf meinem Screen zu sehen, und je nachdem werden halt Gelder ausbezahlt. Also darin kumuliert sozusagen dieser ganze Aspekt Tracking, dass natürlich so eine Aktion nur dann funktioniert oder umso besser funktioniert, je mehr man oder diese Netzwerke über die Nutzer wissen, die da vor dem Bildschirm sitzen. Das andere ist ja Malware, also sozusagen, dass Schadsoftware über Werbung ausgeliefert wurde. Nicht regelmäßig, aber es ist durchaus vorgekommen. Wie ist da Stand der Dinge? Ja, sagen wir es mal so, es ist ein bisschen besser geworden. Früher waren Ad-Server als Angriffsziel relativ ungeschützt, beziehungsweise niemand hat damit gerechnet, bis dann irgendwann vor 5, 10 Jahren halt Angreifer auf die Idee gekommen sind, ach, wenn wir einen Ad-Server hacken, dann können wir auf hunderten Seiten gleichzeitig Malware ausspielen. Das ist seltener geworden, aber es kommt auch vor, also erst vor ein paar Monaten hatte ich einen Fall, wo ausgerechnet ein Adblock-Spezialist gehackt wurde, der dann tatsächlich auf hunderten von Seiten Malware ausgeliefert hat. Im Nachhinein hat er jetzt gesagt, es wurde nur ein paar tausend Mal, glaube ich, nicht installiert, abgerufen, aber trotzdem sehr beunruhigend. Wo man vielleicht kurz erklären muss, wie das überhaupt funktioniert mit den Ad-Servern. Ne? Normalerweise ist es so, dass wenn man eine Webseite aufruft, dann kommt die von einem Anbieter. Die Anzeigen, die in dieser Webseite angezeigt werden, die kommen aber nicht von diesem, von dem Server dieses Anbieters. Also wenn ich jetzt Heise Online aufrufe, dann kommen die von heise.de, was wir alles zu zeigen haben. Nur die Anzeigen, die auf dieser Seite kommen, die kommen eben von den Ad-Servern bestimmter Werbenetzwerke, Werbeschalter, Werbebetreiber, die in deren Regie betrieben werden, die dann in die Seite eingespielt werden. Das heißt, über das habt ihr gar nicht als Heise zum Beispiel jetzt gar keinen Einfluss darauf. Das ist das Problem dabei. Wir haben in der Regel keine Kontrolle über diese Ad-Server, sondern das müssen die Dienstleister machen. Und die müssen dann auch gewährleisten, dass das sicher ist. Wir versuchen natürlich, mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist so, dass wir schon einige Geschichten mit Ad-Servern gemacht haben, damit die tatsächlich sicherer sind. Weil es ist in unserem Interesse natürlich, dass das sicher ausgeliefert wird, weil wir wollen keine Viren oder sowas über unsere Webseite ausliefern. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, die meisten Webseitenbetreiber haben auch nicht dieses
die Möglichkeit, so auf die Ad-Server-Betreiber zuzugehen, wie wir das haben, sondern müssen sich darauf verlassen, tatsächlich, dass die Dienstleister das selber machen. Und das ist natürlich ein Problem, das mit Werbung, Online-Werbung verbunden ist, das nur recht schwierig in den Griff zu kriegen ist. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum HTTPS bei großen Webseiten relativ komplex ist, weil natürlich können wir zum Beispiel für Heise Online die eigene Seite völlig unkompliziert auf HTTPS umstellen. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Nur das müssen natürlich die Ad-Server auch mitspielen. Sonst haben wir nämlich Mixed Content auf der Seite, der dann die User total verwirrt, weil er sagt, das ist zwar eine sichere Seite, aber da kommt aber irgendwie auch nicht so, unsicherer Content mit rein und so. Und das ist irgendwie so ein ziemliches Kuddelmuddel, das man versucht gerade zu lösen, wo wir auf Heise Security gerade versuchen zu fahren, dass er die Seite einschließlich der Anzeigen komplett mit HTTPS auszuliefern, wie gut das funktioniert, wie wir das hinkriegen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber das ist so ein Zeichen dafür, dass es von der Security-Seite her doch auch ein heikles Thema ist. Mhm. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Also vor ein paar Monaten hat sich der Chef von Guardian USA, also Guardian ist eine britische Zeitschrift bzw. Zeitung, die halt im letzten oder vorletzten Jahr angefangen hat, US-Berichterstattung zu machen und dort eine eigene Redaktion hat. Die hat sich einen Namen damit gemacht, dass sie halt den Gewaltstatistiken Gesicht angegeben hat. Die haben zum Beispiel dann Opfer von Polizeigewalt oder Opfer von Schusswaffengebrauch nachrecherchiert. Wer war das? Was ist da passiert? Und haben diesen Leuten ein Gesicht gegeben. Sehr zum Ärger der Waffenlobby und dann hat die NRA, also die National Rifle Association, die Waffenbesitzerorganisation, gezielt auch Werbung auf dem Guardian geschaltet, um halt eine Kontrabotschaft zu verbreiten. Und zwar kann man dann als Guardian mit seinen Ad-Dienstleistern reden, ja, ich möchte keine Waffenwerbung machen, aber die andere Seite ist nicht doof, die sagt dann, ich werbe halt nicht für Waffen, ich werbe für ein besonderes Event, ich werbe für eine Mitgliedschaft, ich habe hier eine tolle Tasche, auf der was steht. Und so kam halt die Werbung immer wieder auf die Seite des Guardian, obwohl der das gar nicht wollte. Also das sind jetzt zwei Aspekte gewesen, also Tracking, Malware. Ein dritter Aspekt ist sehr invasive Werbung, also Werbung, die erstmal komplett die Inhalte verdeckt, wo ich dann warten muss, dass ich das wegklicken kann, wo ich zwar vielleicht schon von vornherein wegklicken kann, aber das Kreuz so klein ist, dass ich daneben tippe und dann doch auf der Webseite des Anbieters lande etc. Jürgen, wie hat sich das entwickelt? Also auch diese invasiven Werbeformen. Ja, die Werbebranche hat teilweise selber begriffen inzwischen, dass es ein bisschen zu weit getrieben habe. Also wenn man sich das anguckt, sogenannte Interstitials, das heißt, ich rufe eine Webseite auf, kommt erstmal Werbung und ich sehe gar nichts von der Seite, sondern muss sie erstmal wegklicken oder warten, bis sie selber weggeht, bis hin dahin, dass sich Werbung über den Text liegt und dann vor dem Mauszeiger abholt. Das heißt, ich muss die jagen, damit ich sie zumachen kann und so Zeugs. Also ich will ja, wenn ich eine Webseite aufmache, irgendwie kein Geschicklichkeitsspiel machen, außer es ist so eine Webseite, sondern ich will mir die Webseite angucken oder da irgendwas drauf machen. Das ist irgendwie so gruselig, auf was für Ideen die gekommen sind. Und es hat natürlich damit zu tun, dass sie angefangen haben mit der klassischen Bannerwerbung. Bannerwerbung heißt einfach diese Flächen mit Text, Bild irgendwo am Platz eingeblendet. Gesehen haben, ja gut, die funktioniert genauso gut oder genauso schlecht, wie wenn sie eine Anzeige in der Zeitung machen. Aber wir können ja im Internet viel mehr. Wir können Skripts ausführen, wir können Bewegtbild machen, wir können Ton machen, wir können eben so eigene Seiten öffnen oder sonst was. Das heißt, sie sind auf alle Ideen gekommen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann oder die man sich eigentlich auch nicht vorstellen kann. Sie haben sie alle umgesetzt. Haben sie alle umgesetzt. Und das hat natürlich dazu geführt, also zum einen belästigt es einen natürlich. Es gibt Also ich sage für mich selber, also es gibt natürlich Werbung, die mir sinnvoll erscheint, weil sie mich vielleicht auf was hinweist, womit ich was anfangen kann. Aber ich möchte natürlich nicht belästigt werden in dem, was ich eigentlich machen will. Und ich möchte auch nicht, dass mein Rechner in die Knie geht, weil die Werbung so intensiv mit Skripten, mit JavaScript arbeitet, dass die CPU nicht mehr hinterherkommt, den Rest zu machen. So machen. Ne? Dazu kommt dann auch noch, dass quasi das Datenvolumen, was du laden musst, irgendwie natürlich enorm groß ist, größer wird durch Werbung, was enorm zu Buche schlägt bei halt mobiler Nutzung, wo die Tarife dann sozusagen gedeckelt sind und
wo das natürlich richtig zu Buche schlägt. Und das sind nicht irgendwie 5 oder 6 oder 7%, die du dann mehr runterlädst, sondern das ist zum Teil 2, 3, 4 Mal so viel wie der eigentliche Inhalt der Webseite. Und dann, Thorsten, kommt ja noch dazu, dass die Werbeanbieter argumentieren, naja, Stichwort Tracking und, wir wissen ja, wir wollen das irgendwie alles schöner machen, aber deswegen blenden wir euch ja nur gezielte Werbung ein. Deswegen zeigen wir euch ja nur Werbung, die euch interessiert, die relevant ist, mit der ihr was anfangen könnt. Ja. Wie gut funktioniert das? In meinem persönlichen Fall teils sehr gut, teils sehr schlecht. Also zum Beispiel Facebook ermöglicht es mir, Werbung wegzuklicken, die, wo ich sagen kann, die ist absolut nicht in meinem Interesse und so weiter und so fort. Und das hat teilweise so gut geklappt, dass Facebook mir überhaupt keine Werbung mehr angezeigt hat, weil ich, weil sie halt zu dem Zeitpunkt kaum Werbekunden in Deutschland hatten. Und die Werbekunden, die sie hatten, waren halt Wunderdiäten und Sonstiges. Und das hat dann teilweise gut geklappt, aber in der Regel dann nicht ganz so überragend. Also berühmt ist ja das Retargeting, was, wenn man bei Amazon einen Schuh angesehen hat, dann wird auf 25 weiteren Webseiten gesagt, ja, kauf doch endlich diesen Schuh, auch wenn du ihn schon gekauft hast, und das ist technisch nicht beeindruckend. Ja, genau. Also ich bin grundsätzlich ohne Adblocker unterwegs und habe es mir mal ausprobiert. Man kann ja bei Google, wenn man mit unter seinem Google-Account im Web unterwegs ist, in den Einstellungen sagen oder so, ich möchte keine personalisierte Werbung haben. Lasst das und so, macht das nicht hin. Habt das mal gesagt, macht das mal nicht. Schickt mir nur das, was ihr mir schicken würdet, wenn ihr nichts übergibt. Das heißt nicht, dass sie deine Daten nicht sammeln. Nichts draus. Das ist gruselig, was du dann für Werbung eingestellt. Ich habe es ganz schnell wieder eingeschaltet, weil wenn du damit unterwegs bist oder so, zum einen kriege ich dann tatsächlich immer noch Hinweise, wo ich sage, ja, die sind unter Umständen sinnvoll. Habe ich auch schon teilweise Angebote für Musik oder Zeugs gekriegt, was mich interessiert hat. Und auf der anderen Seite war, wenn es ausgeschaltet war, war das die Belästigung auch viel größer mit irgendwelchen Sachen, die Interstitials gemacht haben oder sonst irgendwas. Das Targeting ist für mich bei der Werbung, also für mich persönlich jetzt oder auch wenn ich mir angucke, wie das Verhalten von vielen in meinem Umfeld ist, das Targeting ist eigentlich, finde ich, gar nicht das Problem bei der Werbung, sondern das Problem ist die Belästigung mit Sachen, die mich in dem behindern, was ich machen will, und das Security-Problem. Werbung an sich, um es jetzt mal nochmal grundsätzlich zu machen, Werbung an sich möchte ich überhaupt nicht verteufeln. Ich meine, wir leben ja teilweise davon oder zum Großteil davon. Das bescheidet ja auch keiner. Ich meine, dass Werbung an sich ein total legitimes Finanzierungsmodell ist im journalistischen Bereich, das will ja auch keiner in Abrede stellen. Nur wir haben jetzt halt so ein paar Faktoren aufgezählt, die Werbung echt zum Problem machen können, oft zum Problem gemacht haben und eben Millionen von Leuten dazu getrieben haben, sich zum Beispiel Adblocker zu installieren. Was ich da auch spannend finde, ist das Selbstverständnis der Werbeindustrie. Ich besuche jetzt seit 5, 6 Jahren die Fachmessen auch. Und immer ist es, beziehungsweise in den letzten Jahren heißt es ja, wir haben es verstanden, aber es sind dann immer die anderen. Man selbst spielt nur die absolut gute, tolle Werbung aus, aber die anderen, das sind die Bösen. Und dass quasi auf vielen Webseiten halt 15 verschiedene Werbenetzwerke zusammenkommen, das führt dann beim Kunden auch dazu, dass er quasi auch immer das Schlimmste mitbekommt und damit auch die anderen dafür verantwortlich macht. Was ich jetzt gerne noch mal wissen würde, ist das Geschäftsmodell dieser Adblocker. Das besteht im Prinzip, also zumindest von Adblock Plus, zu großen Teilen darin, wir blocken alles, erstmal generell, aber wir lassen bestimmte Werbung durch. Wir setzen sie auf eine Whitelist und auf diese Whitelist kommst du entweder, wenn du dich an bestimmte inhaltliche Regeln hältst, also keine bewegte Werbung, kein Flash, so bestimmte inhaltliche Kriterien, die man ja irgendwie noch so nachvollziehen kann. Oder deine Werbung wird ausgeliefert, wenn du Geld zahlst. Kurzer Widerspruch, nicht entweder oder, auch wer Geld zahlt, muss sich an die Regeln halten. Okay, gut. Und wenn jetzt zum Beispiel YouTube sagt, ich möchte meine Videowerbung entblocken lassen, dann sagt Adblock Plus, nö. Gut, das klingt ja erstmal wie Wegelagerei. Das klingt so, da stellt sich jemand rein und sagt, nö, ihr kommt hier nicht durch, es sei denn, ihr tanzt nach unserer Pfeife oder ihr zahlt Geld. Jürgen, wie siehst du das? Ja,
würde ich auch als Wegelagerei bezeichnen. Also klar, natürlich, ich kann Adblock benutzen und sagen oder so, ich blende die Werbung aus. Kann da natürlich auch Listen oder Regeln, die ich selber machen kann oder so. Das ist in der Kontrolle des Users. Aber bei Adblock Plus ist es dann tatsächlich nicht mehr unter Kontrolle. Der kann zwar diese Whitelist ein- und ausschalten, aber er hat keinen Einfluss drauf, was auf dieser Whitelist steht. Das heißt, es ist nicht mehr unter meiner Kontrolle, welche Werbung ich angezeigt bekomme und was nicht, sondern unter Kontrolle dessen, der Geld an Adblock Plus zahlt. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo ich sage, ja gut, da macht jemand Geld auf Kosten anderer Leute. Und zwar sowohl auf Kosten der User, wie auf Kosten der Anbieter. Ich meine, ganz extrem jetzt dann, es gibt ja inzwischen einen Anbieter in den USA, der langsam auch nach Europa vordringt, der den Mobilfunkprovidern anbietet. Er blockt in dem Mobilfunknetz komplett alle Werbung, bis auf die zahlen an den Mobilfunkprovider. Das ist dann so richtig oder so, ich melde mich bin im Mobilfunknetz und kriege das alles nicht zu sehen, außer es wird irgendwie Geld an den Mobilfunkprovider gezahlt. Das ist mir irgendwie so ein Extrem, wo ich dann sage, nee, also da hört es ja irgendwann auf. Das ist so ähnlich wie Google musste das auf großen Protest einstellen. Die haben Anfang der 2000er Jahre mal angefangen, sogenannte Mobile Pages zu entwickeln. Das hat mit dem Argument, sie sollen natürlich auf Mobilfunkgeräten, damals hat noch kein Mensch von Smartphones geredet, möglichst schnell ausgeliefert werden. Was bedeutet hat, Google hat eine Webseite genommen, hat alles rausgeschmissen, was ihnen nicht hilfreich erschien, hat die dann an die, an die Handys ausgeliefert und hat dann eigene Werbung eingeblendet. Das war auch genauso diese Geschichte. Ne? Das heißt, du hast als Anbieter irgendwas gemacht, warst darauf angewiesen, aber das Geld hat Google damit verdient. Ja, also das ist genau das, was jetzt wieder in den Mobilfunknetzen passiert und was Adblock Plus teilweise macht und was so einfach nicht geht. Und ich meine, die andere Sache ist ja auch, dass also Adblock Plus ja auch noch beteiligt wird an der Werbung, die ausgeliefert wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also da wird amtlich Geld damit verdient, weil man sich da in diesen Weg stellt. Jetzt kann man das kritisieren. Der Effekt ist aber, dass schon ja, glaube ich, ein Nachdenken in dieser Werbebranche stattgefunden hat über das, was sie tun, wie man das ausliefert. Es gibt Verlage, die Leute, Nutzer mit Adblockern aussperren. Also Springer Verlag gehört mit einigen Produkten dazu. Warum macht ihr das nicht? Ja, weil es, zum einen, wir wollen das nicht. Wir wollen die Leute nicht aussperren, bloß weil sie eine bestimmte Software einsetzen. Das ist Quatsch, das ist ja Unsinn. Sondern wir müssen natürlich unser Angebot so gestalten, dass die Leute vielleicht die Adblocker ausschalten. Wir haben auch bestimmte Regeln aufgestellt für die Anzeigenkunden, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, dass es eben solche Interstitials oder so Zeugs eben nicht gibt. Auf der anderen Seite, es ist natürlich so, wir müssen natürlich dann auch mit den Werbetreibenden arbeiten, damit zum Beispiel diese Argumente mit Security oder so. Ich meine, ich kann ja immer sagen oder so, ja, ich sorge dafür, dass die Werbung nicht so belästigend ist. Das Security-Problem muss ich trotzdem in den Griff kriegen. Das heißt, wir müssen mit den Werbetreibenden arbeiten, dass tatsächlich ihre Dinger sicher sind, dass wir über HTTPS arbeiten können, wegen Verfolgung und so. Das ist natürlich auch ein Job, den wir mit der Werbeindustrie erledigen. Aber ihr steht ja auch eine Anzeige von euch ist ja auch auf der Whitelist von AdBlocks Plus. Wie ist das dazu gekommen? Weil die einfach den Kriterien entspricht. Also wir zahlen nicht an AdBlock Plus, sondern die ist einfach, wir sind nicht groß genug sozusagen. Sagen, wir sind keine Microsoft oder sowas. Und das ist einfach ein Platz, wo nur eine Bannerwerbung ausgeliefert wird. Und das ist einfach entspricht den Kriterien von AdBlock Plus. Thorsten, wie siehst du denn diesen Konflikt? Wie kann man den auflösen? Also, dass einerseits es erhebliche Bedenken auf Nutzerseite, legitime Bedenken gegenüber Werbung gibt. Mhm. Auf der anderen Seite diese Adblocker, sagen wir mal, jetzt auch nicht eine Lösung sind, die alle zufriedenstellt. Mhm. Also das ist bei Kompromissen nie der Fall. Aber die haben doch erhebliche Nachteile doch durchaus sehr schwierige Seiten, wo ich mir denke, so kann es nicht bleiben. Also das kann jetzt nicht der Status sein. Wie ist da deine Vorstellung? Letztlich eine Lösung habe ich leider nicht, sonst... Stündst du nicht hier. Genau, ne? Sonst könnte ich auf den Werbemessen der Welt eine Tournee machen. Aber großes Problem ist halt, jeder Werbetreibende wird mit den neuen Werbeblockern unter einen Hut gestülpt. Wenn zum Beispiel jemand auf eine Streaming-Seite geht, wo man halt die neuesten US-Serien nicht ganz legal gucken kann, dort sind mit Vorliebe Werbungen, die extrem belästigend sind. Man duldet das halt, weil man bekommt da etwas für umsonst, wofür man sonst Geld zahlen würde. Aber diese Werbung, die so belästigend ist, die führt dann dazu,
dass die Leute mehr Werbeblocker installieren, und das betrifft dann auch Webseiten, die sich extrem darum bemühen, wenig Werbung zu machen. Und es gibt bei allen diesen Adblockern, zumindest bei den meisten, die ich gesehen habe, auch eine Funktion, dass man eben nicht die komplette Blacklist von denen übernimmt, sondern dass man tatsächlich seinen Adblocker nochmal selbst aufbaut, dass man dann sieht, ach, da ist eine schlechte Werbung, die mich nervt, rechtsklick drauf, sperr diesen Werbeplatz, sperr diesen Ad-Server, und dass man sich dann selber nochmal eine Blacklist aufbaut. Wenn man halt eine allsperrende Blacklist hat, dann erwischt man die Guten wie die Bösen. Ja, aber bei dieser, also AdBlock Plus würde jetzt argumentieren, naja, wir machen ja gerade so einen Filter, wo nur Werbung durchkommt, die halt bestimmten Kriterien entspricht. Sie machen aber keinen Filter, der quasi alles berücksichtigt. Die Blacklist ist offiziell nicht unter Kontrolle von AdBlock Plus. Und die Blacklist, das ist die, die Leute erwischt. Was heißt das, die Leute? Also die Blacklist ist eine Liste von Servern, die nicht durchkommen, von Werbung, die nicht ausgeliefert wird. Genau. Und jetzt auf die Whitelist zu kommen, ist dann nochmal ein größerer Akt, beziehungsweise die meisten Werbetreibenden werden es nicht wissen, beziehungsweise da sie nur der fünfte Nachmieter eines gewissen Ad-Netzwerks sind, haben sie keine Chance, jemals auf die Whitelist zu kommen. Und von daher haben halt wenige Chancen, tatsächlich dieses Whitelist-Angebot in Anspruch zu nehmen. Das ist halt nur etwas für Leute, die mindestens die Größe von Heise haben. Also ich meine, das, die einfachste Sache ist, dass die Werbeindustrie Werbung liefert, die die Leute nicht nervt. So, das ist so das erste Mal. Und das zweite ist mal, ich finde es besser, wenn ich das entscheide, ob ich das akzeptiere, was der Betreiber der Seite mir anbietet, als wenn da noch ein Dritter dazwischen ist, der das für mich entscheidet. Das kann ich natürlich bei Adblocker machen. Ich kann sagen, die Seite ist auf der Whitelist, was er gesagt hat, die Blacklist irgendwie entsprechend konfigurieren. Das ist immer viel Arbeit. Ne? Das heißt, eine endgültige Lösung ist das auch nicht. Ne? Und das eine ist, wie gesagt, es muss Werbung geben, die Leute akzeptieren, die sie nicht nervt, zumindest mal das, und die sie dann auch vielleicht so weit interessiert, dass sie auch was bringt für die Werbetreibenden. Und dann müssen wir schauen, wie die Finanzierungsmodelle weiter aussehen. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir kommen mal zur Videoausstattung. Da fängst du an zu lachen, ne? Genau. Wir haben unter Heise Show XXL hast du mal ein paar Fotos gepostet, die so das ganze Equipment mal zeigen. Sollen wir das mal aufrufen? Soll ich das mach mal machen? Mal. Ich klick mal hier. Funktioniert wieder überhaupt nicht? Funktioniert hier nicht. Da ist was. Guck mal. Ja, man sieht's, also das heißt, das ist hier in dem Kabuff nebenan. Genau. Wir fangen mal an. Ja, das ist, glaube ich relativ leicht zu identifizieren. Eine Übersicht auch erstmal gehabt, und das ist jetzt schon eher ein Detail. Achso, das ist schon wieder das eines der späteren. Genau. Guck mal, da bin ich. Ist ein bisschen wie Familienfotos von Weihnachten angucken. Das zum Beispiel. Okay. Wenn so, es lädt, Okay. lädt. Genau. Was haben wir denn da? Also da ist rechts in dem Turm, was hast du da eingebaut? Das sind zwei Kisten. Das eine ist quasi unsere Bildkiste, das andere die Tonkiste. Also oben Bild, unten Ton. Oben Bild, unten Ton, genau. Die Tonkiste ist im Prinzip nichts anderes als bei jedem Konzert oder jeder anderen Veranstaltung, wo in irgendeiner Form Ton übertragen wird auch. Also ein Mischpult, an das die ganzen Mikrofone angeschlossen sind. Also die hier, genau. Genau, die jetzt hier oder auch das Handmikrofon und so weiter. Ein Kompressor pro Kanal, ein Kompressor in der Summe. In der Bildkiste ist halt ein Bildmischer. Das ist letztlich auch dasselbe, wie in einem richtigen Fernsehstudio steht, nur eben alles in klein. Also der hat nur 10 Eingänge und nur 3 Ausgänge und sowas und nicht 20 und 10 oder so. Hast du davon auch nochmal ein Detailbild? Ja, davon kommt noch ein Detailbild, wenn du da mal ein bisschen blätterst. Bisschen weiterklicken. Naja, das ist die Kontrollsoftware. Das war jetzt mehrere Posts waren. Ja, wir haben nämlich versucht, von einem Telefon auf diesen Rechner in strukturierte Art und Weise die Bilder zu übertragen. Das ist der Mischer. Genau, oben ist der Bildmischer. Der ist auch tatsächlich sogar schon 4K-fähig. Die Kameras sind es aber natürlich nicht und der Rekorder auch nicht und sowas. Macht auch übertragungstechnisch, streamingtechnisch würde das überhaupt keinen Sinn machen. Darunter kommt einfach ein Monitor, wo man rechts das gesendete Bild sieht. Da ist jetzt gerade die Totale drin. Und das links, diese Geisterbilder, die man da sieht, das ist im Prinzip ein RGB-Histogramm. Man sieht also aufgeschlüsselt rot, grün, blau und kann einfach nochmal gucken, wenn man jetzt ein weißes Blatt im Bild hat. Wenn das eine gerade Linie gibt, dann weiß ich halt, das, was ich da sehe, das weiße Blatt, sieht die Kamera auch wirklich als weiß.
weiß und wenn ich einen Rotstich hätte, würde ich das da eben relativ einfach ablesen können. Dann kommt ein Recorder, der einfach auf eine SSD aufnimmt. Auf zwei SSDs, ne? Genau, also links, ja, wenn die voll ist. Genau, also man kann halt nahtlos, genau, unendlich lange quasi aufnehmen. In, genau. Unkomprimiert, ProRes, irgendwas Großes. Unkomprimiert, ne? ProRes LT, genau. Ja. Das sind jetzt hier pro Tag knapp 400 GB, die wir da produzieren. Und das ist Backup. Das ist quasi das Backup und auch das, was ich dann nachher eben noch hochlade, wenn der ganze Kram hier vorbei ist. Also das rendere ich dann runter. Und, genau. Ach, das machst du noch, ja? Also das mache ich noch, also, ja. Okay. Das mache ich dann irgendwann nachts, wenn, genau, oder so. Genau, genau. Ja. Wenn du im Koma liegst. Irgendwie und, so, genau, was ist hier unten zu sehen? Darunter ist ein Netzwerkswitch. Das ist alles keine Raketentechnik. Ein HDMI-Splitter aus Gründen. Und das ganz rechts, was da leuchtet mit dem kleinen Display, das ist die Box. Die hat, also ist quasi ein Adapter von HDMI auf Netzwerk. Da geht ein HDMI-Kabel rein und eine LAN-Box, da kommt wieder raus. HDMI aus dem Mischer wahrscheinlich, ne? Genau, genau. HDMI aus dem Mischer, in dem Fall ist es aus dem Recorder, damit man auch was abspielen kann, okay, was im Recorder steckt, genau. Und der sendet einen Stream an einen Server und von dem Server aus geht es dann eben sternförmig quasi zu den einzelnen. Hast du von der Zuschauern. Box nochmal eine? Von der Box habe ich jetzt kein einzelnes genau. Foto. Was ist denn das für eine Box? Weil das ist ja schon ein Herzstück dieses ganzen Setups. Ja, das ist quasi so in der ganzen langen Kette der Signale ist das so, dass der Endpunkt. Das ist von Teradek, heißt die Firma, Video. Das ist einfach eine kleine Box, die halt zu YouTube streamen kann oder wie wir es jetzt machen, zu Livestream.com oder auch zu jedem anderen Server, der eben so einen RTMP-Stream entgegennehmen kann. Genau, das war es jetzt eigentlich fast schon, wa? Im Prinzip ist es das, ja. Also ich gucke gerade mal. Genau, das ist dann der Monitor, auf dem man eben unten die ganzen Kameras sieht, die angeschlossen sind. Oben links kann man sich so eine Vorschau zusammenbasteln, wo man dann so eine Bauchbinde sich vorbereiten kann und sowas. Und oben rechts ist auch wieder eben das Master, was dann gesendet wird. Und wie schneidest du? Hast du das hier auch noch irgendwo? Das sieht man auf der Totale wahrscheinlich. Das ist so ein kleiner Schaltplan, den man hier gerade sieht. Das war meine Packliste. In der Totalen sieht man wahrscheinlich hier genau. Was, ne? Das ist eine alte PS2-Tastatur, die ich mit einem Kollegen zusammen mit einem Arduino, also der Bildmischer wird übers Netzwerk angesteuert und man kann das eben entweder mit einem Rechner, mit einer Software machen, die den dann übers Netzwerk eben die Befehle schickt. Es gibt auch so Pulte, die dann eben auch einfach eine LAN-Buchse haben, die verhältnismäßig teuer sind und bei uns macht das eben so ein 25-Euro Arduino oder 30-Euro Arduino mit einer alten PS2-Tastatur und auf dem Arduino läuft eben ein Skript, was dann die entsprechenden Befehle, genau, an den Mischer sendet. Kann man ohne Arduino machen? Ne? Also muss man jetzt nicht mit Arduino machen? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So, es gibt auch welche, die so kleine Buttonboards für 19 Zoll haben. Oder, wo, genau. Und sag mal, wo würdest du die Technik mit der größten Innovationskraft in diesem Setup sehen? Also dass jedes Teil, glaube ich, einzeln für sich, also was meinst du, wo am meisten passieren wird in Zukunft? Naja, also was das, sag mal so, also aus meiner Sicht ist ja mit das Interessanteste an diesem ganzen Setup der Videomischer. Weil wir, also so ein Mischer, der 10 SDI-Eingänge hat, die in dem Fall jetzt noch 4K können, ja, aber allein schon HD, ja, 10 Eingänge HD-Videomischer, ja. vor 5 Jahren, war das nicht unter 15, 16, 17.000 Euro zu kriegen, nur der Mischer. Mhm. So, ne? Und jetzt gibt es halt, das, was ihr da habt, das ist ja schon sozusagen ein bisschen so die... Ist jetzt schon nicht mehr ganz die Billig-Variante. Modell, ja. So, aber du kriegst halt von Blackmagic diese Videomischer, die haben halt diesen ganzen Videomarkt komplett umgekrempelt, weil sie auf einmal einen Videomischer rausgebracht haben mit 6 Eingängen, der 800 Euro kostet. Ja, genau. So. Das und der macht HD, ja, und der funktioniert, ja, und der ist super. Ja. Und der, den ihr da jetzt habt, der kostet irgendwie 2 oder so. Aber für 10 HDMI-Eingänge oder für 10 SDI-Eingänge mit 4K, das war vor ein paar Jahren völlig jenseits von Gut und Böse. Da passiert halt auch relativ viel in einem ziemlich kleinen Gerät. Also das geht schon damit los, dass die Kameras, die wir hier benutzen, das sind kleine 400-Euro Camcorders, wie man sie sonst mit in den Urlaub nehmen würde. Die liefern Bilder zu diesem Bildmischer an. Das tun sie aber natürlich nicht synchron. Jede von denen liefert 50 Bilder pro Sekunde oder 25 Halbbilder pro Sekunde. Und die kommen alle irgendwie wild durcheinander an, weil die ja überhaupt nicht wissen, wann sendet die andere Kamera ein Bild. Und damit ich umschalten kann, nahtlos, muss ich also erstmal diese Frames quasi synchronisieren, in die richtige Reihenfolge bringen, dafür sorgen, dass die alle gleichzeitig ankommen. Und da passieren so ganz, ganz viele kleine Schritte. Oder auch das, dieses Runterskalieren für den Vorschau-Monitor, dass eben so ein 4K-Bild auf eine kleine Auflösung runterskaliert wird, live, ohne eine Verzögerung, damit ich wirklich live ein Vorschaubild habe. Und dann noch mit anderen, mit 8 oder mit 10 anderen Bildern zusammen auf einem HDMI-Signal wieder ausgegeben wird. Da passiert relativ viel. Und ich komme eigentlich aus Braunschweig. In Braunschweig gibt es an der TU eine Arbeitsgruppe, die haben vor
15 Jahren oder sowas, haben die vom, ich glaube NDR war es, haben die ein Fernsehstudio geschenkt gekriegt, was die ausrangiert haben. Und also ein SD-Studio, und man muss sich das also vorstellen, es gibt einen Aufnahmeraum, der ist ungefähr so groß wie die Bühne, die wir hier haben. Und daneben gibt es noch einen Raum, der ist doppelt so groß, da stehen die Server. Und da möchte man sich eigentlich auch, während das Ding läuft, nicht aufhalten, weil es ist tierisch laut und tierisch warm. Und dann gibt es halt drüben einen Raum, wo 15 Fernseher, so Röhrendinger an der Wand hängen, und auf dem wird dann eben auf jedem Einzelnen wird das Bild ausgegeben. Und das ist das, was die bis vor 15 oder vielleicht sind es inzwischen 20 Jahren noch benutzt haben. Und jetzt ist es, das passt in meinen Kleinwagen und ich kann den Kram hierher transportieren und kann das live wegsenden. Das ist ja ist die gigantische Revolution. Ja, und auch die Kameras, die du erwähnt hast, ne, das sind jetzt 400-Euro-Kameras. Du kannst an diesen Mischer aber auch 250.000-Euro Kameras anschließen, ja, und die funktionieren. Genau. Und sozusagen diese Öffnung nach unten für Konsumerkameras für 200, 250 Euro, von denen du dir 5 Stück kaufen kannst, wenn du das vernünftig ein bisschen ausleuchtest, ist das für gerade für Webvideo völlig okayes Bild, ja, in aller Regel. Ja, und dann kannst du dir halt, kaufst du dir für 1.000 Euro 4 Kameras und für 800 Euro so ein Videomischer. Ja, ja, kannst du im Prinzip loslegen. Kannst du loslegen. Genau. Ja. So, ne? Genau. Und das ist sozusagen das Revolutionäre an dieser Technik. Ne? Ja, das ist, was ich daran so schön finde, ist demokratisiert so ein bisschen die Möglichkeiten. Ne? Also was so vor 10 Jahren oder was der Blog war, wo ich plötzlich in der Lage war, selber im Internet irgendwelche Sachen zu veröffentlichen, das kommt im Prinzip jetzt noch bei viel kleineren Geräten an, nämlich einfach die Smartphones. Da habe ich eine Kamera drin, ich habe einen Prozessor, der schnell genug ist, den Kram irgendwie runterzurechnen. Ich habe einen Internetanschluss und habe einen Dienstleister, YouTube oder Periscope. Periscope, genau, oder Facebook inzwischen ja auch, der den Kram entgegennimmt und streamt das weg. Und jeder kann mit einem ganz normalen Smartphone live Video senden. Genau, und mittlerweile, das war am Anfang auch immer noch das Problem, hast du halt auch valide Videodienstleister, Streamingdienstleister. Ne? Da kannst du dir einen aussuchen, das gibt 10, 15 irgendwas, die machen alle einen guten Job, die liefern alle das Bild auf alle Endgeräte aus, ohne dass du da irgendwie Flash brauchst oder so. Ja. Sondern das funktioniert einfach. Wir brauchen im Moment Flash. Ja, aber warum braucht der die Flash? Also müssen ja, das Livestream, das auf dem Desktop nicht anders macht. Also wir nutzen im Moment Livestream.com, genau, und die liefern eben am Desktop im Moment, ich so im Monatstakt ungefähr schicke ich da einem von denen eine Mail und meckere, und dann schreibt er mir eine Mail zurück, ja, ich weiß, und wir arbeiten daran. Der will mir jetzt nicht so richtig verraten, wann es tatsächlich soweit ist. Es funktioniert auch auf Mobilgeräten, also irgendwie ist da schon die wissen das Problem, die kennen das aber Problem. Aber auf dem Desktop Safari, auf dem Mac machen die keinen Flash. Doch, oder? Ja? Doch. Ich habe das nämlich damals ausprobiert und ich dachte so, oh, die machen ja gar keinen Flash mehr. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Also es gibt durchaus Konstellationen, wenn du im Firefox dann irgendwelche Plugins installiert hast oder sowas, dann greift er eben auf diesen Mobilstream möglicherweise zurück und dann funktioniert das auch ohne Flash. Na gut, also das ist die letzte Domäne. Die hat jetzt die sicher aufgestöbert. Ja, und es gibt halt einfach jetzt für die Messe gibt es eben diverse Gründe, warum wir das, obwohl wir das, wenn wir die normale Heise-Show senden, da haben wir jetzt die letzten Male YouTube genutzt. Mehr für uns auch als Test. Und jede Plattform hat irgendwie so seine Nachteile. Zum Beispiel war es am Anfang bei YouTube so, du drückst dann 10 vor auf Stream Start, ja, damit das Ding irgendwie online ist. Und dann bietet dir YouTube aber nicht die Möglichkeit, nachher die Auflösung, die Aufzeichnung nachher zu kürzen. Und dann drückst du nachher bei der Aufzeichnung auf Play einen Tag später und musst dir erstmal 10 Minuten quasi angucken, dass nichts passiert. Inzwischen geht das seit 2 Wochen. Jetzt haben sie das irgendwie eingebaut. Aha. Das ging mit Videos, die man hochgeladen hat, vorher auch. Also hat halt jede Plattform hat irgendwie so Nachteile. Der größte Nachteil bei YouTube, einen Nachteil, genau. Bei YouTube Livestream ist ja, das kann ja nicht jeder machen. Also ich meine, jeder kann schon Livestream machen, aber wenn sich jetzt ein Nutzer XY bei YouTube anmeldet und sagt, ich mache einen Livestream, dann kann er den gerne machen, aber er ist halt nur im Ausland zu sehen. Während ihr euch, glaube ich, das hat sich aber verändert. Das inzwischen kann jeder. Also die YouTube-Livestreams funktionieren auch in Deutschland. Auch für deutsche Zuschauer? Ja. Das war das Argument bei denen, war ja immer, dass sie sagen, Livestream, Livestream in Deutschland unterliegt der Medienregulierung, deswegen dürfen wir das nicht machen. Inzwischen sagen sie, ja, macht doch, was ihr wollt, das ist nicht unser Problem. Ah, okay. Da müsst ihr gucken, wie ihr damit klarkommt. Das heißt, es funktioniert in Deutschland. Ne? Das heißt, du kannst mit YouTube Livestreaming machen und es funktioniert auch inzwischen mit Schneiden und so. Ja, also die Schwierigkeiten bei so Sachen, ich finde das immer beeindruckend. Ich kenne Fernsehstudios auch noch, wie sie heute funktionieren, und dagegen ist das echt tatsächlich eine Revolution. Ja, und für alle, die halt basteln wollen und sich damit mal beschäftigen wollen, also Blackmagic Design ist da immer so die erste Anlaufstelle. Die haben für diesen ganzen Workflow haben die sehr attraktive Hardware. Der Recorder, der funktioniert ziemlich gut. Der Mischer funktioniert Wobei der Mischer gibt das sogar auch bei USB. Und sie sponsern auf, diese Sendung jetzt nicht. Nein, sie sponsern leider sponsern sie diese Sendung nicht. Nee, genau. Aber es sind ja auch Tipps. Wir haben das ja auch getestet, rauf und runter.
Deswegen können wir auch eine valide Aussage darüber machen. Also wir benutzen das Setup im Prinzip in fast unveränderter Form. Den Bildmischer haben wir jetzt Anfang des Jahres noch ersetzt. Haben einfach aufgerüstet, um mehr Kanäle zu haben. Ansonsten zeichnen wir damit eben seit bald 2,5 Jahren jede Woche Uplink auf und hatten da zum Beispiel bei dem Rekorder, wo du gerade sagst, der funktioniert zuverlässig, hatten da nie ein Problem, wo man nicht auch nachher hätte sagen können, da war ich selber dran schuld. Und also es gab zum Beispiel einmal das Problem, dass er nicht synchron aufgezeichnet hat. Da war das Problem, dass der Bildmischer direkt unter dem Rekorder war und der Bildmischer wird halt extrem heiß. Und als dann der Rekorder mit heiß geworden ist, dann gab es halt irgendwo so. Dann hast du das halt einmal umgebaut und weißt, okay, wenn du halt irgendwie in den 40 Grad oder was die da als vorgesehenen Temperatur hast. Du musst aber auch erstmal drauf kommen, dass Hitze 40 Grad einen Asym verursacht. Hat auch 3 Sendungen gedauert, die ich dann nachher im Schnitt dann den Ton und den Bild, Ton und Bild wieder synchronisiert habe. Okay, also Jeopardy wartet. Bist du noch dabei oder du konntest dich nicht lösen? Ne? Genau, genau. Finde ich schön. Dann machen Volker und ich jetzt gleich Jeopardy. Thorsten Kleins, ganz herzlichen Dank. Johannes Maurer, herzlichen Dank für die Zeit. Bitte. Jürgen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war die heiße Show vom zweiten Tag der CeBIT. Morgen geht's weiter. 10 Uhr beginnt der Livestream. Bis 18 Uhr geht es dann durch. Themen, wie immer, ein ganzes Papier voll. E-Commerce, Empfehlungssysteme und Datenschutz morgen um 10. Security-Bilanz Deutschland mit Jürgen Schmidt, sicherlich sehenswert. Apple, Peak Apple, Fragezeichen, Zenit überschritten, ist auch ein Thema in der Diskussionsrunde hier gleich mit mehreren Teilnehmern. Da geht es um Fräsen und Fräsen und Lasercutter. und dann natürlich wieder Heise Show und Jeopardy und so. Wir haben morgen das Thema Störerhaftung und WLANs. Oha. Ey, WLANs, ey. Geh mir weg mit WLAN. Restaurant, Hotel, Zug, Stadt. Hier, überall gibt es theoretisch WLAN. Praktisch ist das alles nicht zu gebrauchen. Abgedichtet. Zu schlechter Empfang, Lockscreens, die nicht auftauchen, Lockscreens, die zu lange laden, Lockscreens, die nicht funktionieren. Das ist die Pest. Und sobald du aus Deutschland raus bist, funktioniert das erstaunlicherweise. Aber wir beschäftigen uns jetzt nicht morgen nicht mit den technischen Problemen, sondern tatsächlich damit oder so, dass es auch gar nicht so unriskant ist, ein offenes WLAN zu betreiben. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Bleiben Sie dran, gleich gibt's Jeopardy. Bis dann, tschüss. So, nicht weglaufen, wir spielen jetzt Jeopardy mit allen.